Merkur-Cup 2014, Finale in Unterhaching. Das größte E-Jugendturnier der Welt feiert 20-jähriges Jubiläum. Ihr müsst jetzt Gas geben, Zweikampf und mutig sein, okay? Ja. Und dann packen wir es auf. Der Merkur-Cup weist eine lange Geschichte auf. In diesem Jahr nahmen nicht nur 8 jungen Teams beim Finale teil, sondern auch 4 Mädchenmannschaften. Und auch hier wurde hart gekämpft. Das Finale zwischen Vorjahressieger Wacker München und Teutonia München. Ein hart umkämpftes Spiel, in dem Teutonia in Führung geht. Doch Wacker in der zweiten Halbzeit zu stark für Teutonia. Die Blauen drehen das Spiel und gewinnen mit 3:1. Titel verteidigt, der Jubel grenzenlos, vor allem beim Trainer. Der Merkur-Cup. Hier werden Helden geboren und hier gibt es immer wieder Überraschungen. Erstmals in der Vereinsgeschichte erreichten die Sportfreunde Vöching das Bezirksfinale. Dort qualifizierte man sich für das große Finale in Unterhaching. Auch wenn es nur zu einem 8. Platz reichte, das Team aus Vöching fuhr nicht mit leeren Händen nach Hause. Alles war gut. Okay, komm vor, komm. Komm vor. Holla. Okay. Vöching wurde als fairstes Team der Finalveranstaltung ausgezeichnet. Für das Team aus Unterhaching lief es anfangs perfekt. Die Vorrunde locker überstanden, doch im Halbfinale wartete wie schon im Finale 2013 der FC Bayern. Nach dem Vorjahressieg rechneten sich die Hachinger erneut gute Chancen aus. Unterhachings Vorjahresheld Karim Manchula feuerte seine Nachfolger an und konnte in der ersten Halbzeit die Führung bejubeln. Die Hachinger stimmten gerade das berühmte Lederhosenlied über den FC Bayern an, da erzielte der FCB den Ausgleich. Ernüchterung bei den Hachingern. In der zweiten Halbzeit dann sogar die Führung für den FC Bayern. Haching findet trotz Unterstützung von Christian Ziege kein Mittel, die E-Junioren der Bayern zu schlagen. Trauer bei den Hachingern, doch im kleinen Finale reichte es immerhin noch zu Platz 3. Ein versöhnlicher Abschluss im eigenen Wohnzimmer. Das Rahmenprogramm rund um das Finale war wie schon in den Jahren zuvor grandios. Neben Ballartist Alfred Reindl, der erneut den Kindern eine tolle Show bot, gab es auch zum ersten Mal ein Demospiel zweier Inklusionsmannschaften. Zwanzigjähriges Jubiläum. Das ließ sich auch Ex-Bayern-Star Hasan Salihamidžić nicht nehmen. Und er sah genau wie die zahlreichen Zuschauer, wie Fallschirmspringer Klaus Renz den Finalball per Fallschirmsprung nach Unterhaching brachte. Ein Auftritt der Samba-Gruppe Go Brazil stimmte dann alle Anwesenden auf das große Finale zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Bayern ein. Thank you.
Ein Finale, das es erneut in sich hatte. In der Vorrunde endete die Partie noch 0:0, doch im Finale zeigten die Bayern, dass der Jubiläumstitel nur an die Roten gehen kann. Mit 2:0 setzte sich der FC Bayern durch. Insgesamt war dies bereits der 10. Titel für die kleinen Bayern. Bei der Siegerehrung wurden dann alle Mannschaften geehrt. Der Merco Cup 2014, erneut ein voller Erfolg. Und die kleinen Bayern haben gezeigt, dass sie schon genauso gut jubeln können wie die Großen. Das Humper haben sie jedenfalls schon drauf.